Frage. Aber beginnen wir mal mit Spiel 1. Es ist der erste Saisonstart. 14. September 2022. Ab geht es in die Saison 2022-2023. Červenka. Noch einmal Červenka. Červenka wieder das Platz. Červenka. Rubens zum ersten Mal. Gefordert gleich Nachschussbekämpfe für die User. Noch einmal und es ist 1-0. Dominik Lambert. Noch keine Minute ist gespielt. 41 Sekunden. Wir haben den ersten Schützen der neuen Saison. Dominik Lambert. In der Champions Hockey League nicht erfolgreich unterwegs bisher. Zumindest was das Punkten anbelangt. Hier zuerst der Abschluss von Červenka und dann bringen die Zelzeleien die Scheibe nicht weg. Der Druck wird noch größer. Lambert braust heran. Wird da vergessen. Die Zuordnung. Ja, jetzt aus die kein Icing. Wetter. Wetter ins Zentrum. Und Rüdiger wird es gefährlich. Gehring kann das Schlimmeres verhindern. Juse. Guter Abschlussversuch. Zange nicht bereit. Eine Möglichkeit. Alleine Richtung Tor. Wallmark an den Pfosten. Eins. Deinem Scouting über dich gestanden. Ja. Es sei da nicht der schnellste, die Beschleunigung eines seiner Defizite. Ja, denkst du, ja, auf und davon. Auch gut abgeschlossen, da fehlt ein Zentimeter. Hier sehen wir es noch einmal. Texier. Noch einmal Texier. Also. Hollenstein. Immer noch Hollenstein und der Ausgleich. Garrett Rowe. Wieder ein schnelles Tor, wie bereits im ersten Drittel. Da dauerte es 41 Sekunden. Im zweiten Drittel gerade einmal 31 Sekunden bis zum ersten Tor. Und Garrett Rowe ist es, der hier das Tor zugunsten der Gäste eröffnen kann. Hollenstein ums Tor rum, blindlings, Rowe zu wenig gut da abgedeckt, beziehungsweise gar nicht, da steht er komplett vor dem Tor. Rowe, Eckenberger, und das Tor, Lammer bringt die Lakers wieder in Führung. Ich bin da gar nicht einmal so sicher, ob der Knaller von Eckenberger nicht schon drin war. Aber wir werden das dann vermutlich gleich auflösen können. Ansonsten haben wir einen Doppeltorschützen, Dominik Lambert. Also der erste Schuss von Eckenberger. Hier sehen wir es, nicht rein und dann Lambert muss da nachsetzen. Eckenberger haut das Ding an den Pfosten. Schäppi Sopa und Melvin Nüffeler. Rowe, Eckenberger, noch einmal Rowe und dann holpern ich. Also keine Ausreden, Tatsachen, vielleicht, dass irgendwann die Leistung noch nicht mehr ganz passt. Roman Červenka. Hallo, Saison 22-23. So begrüßt der Tscheche die neue Saison mit einem persönlichen Treffer, das Ganze in der 40. Minute. Außerdrehung, herrlich abgeschlossen, Roman Červenka. Und Torvorlage, Lambert hier. Durchgetan. Sie sehen noch einmal. Durchgesetzt. Außerdrehung. Hoch hinaus. Ich bin nicht sicher, ob der gegnerische Stock da noch dazwischen war. Schüttelt da. Row up. Ja, vielleicht war da noch jemand. Wow, schön gemacht hier. Moi. Völlig frei vor. Červenka, 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 Lambert für die Lakers. Unglaublich.
nicht die Vorarbeit durch Roman Červenka. Wie er die Scheibe zurückobert, dann das Auge für den Mitspieler, schießt sicherlich nicht selber rüber zu Dominik Klammer, der zieht ab. Ein Hattrick ist es eben ziemlich sicher nichts. Rowe hat die Scheibe, vermeintlich, dann allerdings Červenka, ja, schauen Sie mal, außenrum übernommen, der andere stolpert noch, Flippässchen über den Gegner, ist ja auf jeden Fall keine positive, gleich nächste Möglichkeit, Jensen, am Tor vorbei. Unauffällig gewesen und bei den Lakers, was hat vor allem er hier, Červenka, der hat sofort bewiesen, weswegen er so wichtig ist, was unter Beweis gestellt hat, mit seiner Linie zusammen und die Partie dann am Ende auch entschieden.